So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge mit meinem Blind Let's Play Entschuldigung. Von Elden Ring. Hier in den Gruften von, wie heißt er noch? Des Helden von Orisa, der irgendwie einen Streitwagen-Fetisch zu haben scheint. Ich habe letztes Mal aufgehört und wurde ein bisschen von dieser überwältigenden Zahl von mechanischen Fallen überwältigt. Mal sehen, wie lange ich es heute schaffe, hier aufzuzeichnen. Wir sind jetzt mittlerweile ja Ende Juni angekommen und es ist hier oben im Dachgeschoss furchtbar. Es ist ein bisschen, als müssten wir jetzt eigentlich weiterziehen nach Haus Vulkan. Aber mal gucken, was wir jetzt hier im Keller, im Grab des Helden von Orisa erreichen. Ich habe auch, glaube ich, meine ganze Seele letztes Mal verloren. Ich denke nicht, dass wir die nochmal wieder kriegen, aber wir können ja einmal noch gucken, hier reingucken. Ich habe übrigens auch ein neues Kabel für meinen Controller, weil ich einmal gejammert habe, dass ich immer so selbstlaufende Momente habe. Aber es liegt wohl offensichtlich doch nicht an meinem Kabel, sondern es liegt an meinem Controller. Oh, das reicht schon da reinzulaufen. Achso, das wusste ich nicht. Okay. Dann ist er wohl mit Stacheln getränkt. Ich habe keine Ahnung. Oh, ey, hier in Hamburg ist es ja auch schlimm mit den Viechern, ey. Naja. Ich weiß nicht, so eine repetitiven Auswendiglernen-Rätsel sind mir auch ein bisschen zuwider. Jetzt haben wir eh alles verloren. Hoffen wir mal, dass am Ende wenigstens irgendwas Sinnvolles liegt. Wenn wir denn zum Ende kommen. Das ist so nichts. Jetzt bin ich zu spät los. Oh, weia. Das war auch zu spät, glaube ich, oder? Ja. Ach man, das ist vielleicht ein blödes Rätsel. Ja, und sonst so. Ich hatte mir ehrlich gesagt auch ein bisschen was anderes unter diesem Grab vorgestellt. Wir haben immerhin da hinten den Steinschwertschlüssel benutzen können, um so eine, ja, wie heißen die denn noch? Also diese Kampffrösche mit Chaoszauber oder Albtraum oder was das ist. Oh, diese Fliege nervt. Da haben wir ja ein schönes. War das ein Glaubensschwert? Von, ja, ne? Nee, das schaffe ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Der ist ja nicht hier Ritter raus. Wenn wir in die Ecke kommen, wartet schon der Nächste auf uns, ne, oder? Verstellt. Das kommt überraschend. Ich habe ein Problem mit Viechern. Hä? Hast du?
Nein! Das war gerade in einem der Kommentare auch Thema, diese Jumpscares hinter der Ecke raus, auf die man sich nicht vorbereiten kann, die man nicht sehen kann. Ja. Und dann wird es halt irgendwann wirklich nur noch repetitiv, ey. Ja, es gibt Skillors, die gleich durch alles durchrennen können, aber dazu gehöre ich offensichtlich nicht. Okay. Oh Mann, verfick! Entschuldigung. Das ist auch wirklich so, dass man an der Stelle unten losläuft und dann schneller ist als der Wagen, dann in ihn reinläuft, dann bremst, dann rennt, dann fährt er los, dann verliert man den Anschluss und dann wird man überfahren auf dem Rückweg. Das ist doch wirklich. Man, da muss doch wirklich so eine ganze Abteilung schenkelklopfend immer sitzen bei From Software und sich überlegen, ja, aber also wenn der jetzt gleich im selben Tempo loslaufen könnte, ja, dann ist das doch aber viel zu einfach. Lass uns doch einfach die Geschwindigkeit ein bisschen variieren. Das Spiel eignet sich natürlich super für Streaming, wenn man dabei über Kochrezepte reden kann, während man diese repetitiven Sachen macht. Nein, Quatsch. Läuft das nicht rechtzeitig los? Ich komme da nicht in die Ecke rein. Ich sag euch das. Nee, schon wieder nicht. Ah! Das ist so unfassbar dumm. Aber ich meine, andererseits, es funktioniert ja auch. Packt einen so sehr, dass man es unbedingt lösen muss. Und dann rennt man eben 30 Millionen Male und versucht den idealen Laufweg zu finden. Ach Mist, ey! Mann, was für ein Kackdreck! Die 35 Grad hier oben, die helfen nicht gerade dabei. Wahrscheinlich braucht mir hier noch der Kondensator gleich ab. Warum so spezifisch? Weil mir das öfter mal im Sommer hier oben unterm Dach passiert ist. Neue Netzteile und so. Ey. Sollte jetzt nicht einer kommen? Thank you.
sowas versetzt mich immer in Panik, solche Orte hier. Nicht, was die mir damit sagen wollen. Und die dieser Wand nur Patches. Nicht vor links. Danke, Leute. Allein diese Verkettung eben von Tasten. Ich werde es nie begreifen, was für ein Software da gerade hat. Vorsicht vor links. Ich versteh's nicht, was ist denn das von mir? Irgendwas von links? Du Sau, ey. Hört halt auch einfach, ich hoffe, ihr hört überhaupt was. Durch diese blöden Streitwagen. Aha. Wo soll das denn jetzt sein? Ach, das ist unter der. Ah, jetzt verstehe ich, unter der Brücke. Man merkt aber auch, je länger das Spiel geht, umso netter sind die Nachrichten. Das muss man mal sagen. Wo kommen die immer her? Ja, aber hier geht's gar nicht weiter, oder was? Scheiße. Muss ich jetzt wieder da oben zurück, oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Was mache ich denn jetzt? Wäre das fast besser, ne? Oh, da sind noch mehr. Ich muss wahrscheinlich trotzdem wieder nach oben, oder? Oder gibt es hier irgendwie einen Hebel oder sonst was? Ich hatte gehofft, dass man diese blödsinnigen Kackdinger oben ausstellen kann irgendwie, aber es scheint ja nicht so.
Man vom Vorfeld typisch sieht man ja oben auch überhaupt nicht, was in Fahrtrichtung von diesen Dingern überhaupt als nächstes ist. Kacke. So, das war also nur ein überflüssiger. Supi. Richtig gut. Oh nein, er fährt jetzt weiter. Oh Mann. Boah, das ist so befriedigend, wie sich ein glühenden Eisen den Sack an den Boden zu nageln. Entschuldigung. Okay, wir schieben das jetzt mal auf die Hitze hier oben. Das ist doch kacke, sowas. Warum sind die jetzt alle wieder da? Das ist doch immer dieselbe Scheiße. Jetzt war ich zu langsam. Er fährt aber auch eisern erst los, wenn ich da bin, ne? Fährt er nur bis da unten und nachher fährt er mir hinterher, die Sau. Oh nein, da kommt er jetzt nicht hin, scheiße. Blöde Sau. Dieser ganze Keller ist so unfassbar dumm. Ist er doch ganz hoch gefahren, oder? Aber nur jedes zweite Mal, oder was? Ach komm, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst, ey. Jetzt? Hä, wie soll ich denn da weiterkommen? Ist da trocken oder was? Boah, da sind die Bullen hier rein. Was ist das bloß für ein blödsinniges Rätsel, ey? Und da oben geht's gar nicht weiter, oder? Nicht jetzt fliege. Und jetzt, wenn man den Kampf ablust, muss man den ganzen Scheiß wirklich nochmal machen oder was? Das ist keine Gnade. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst.
Ich dachte immer, Curiosity kills the cat, aber Neugier bringt die Katze um. Aber. Kommen die bloß immer runtergesprungen, wa? Ich verstehe das nicht so ganz. Aufstehen, Junge, oh nein. Bleib doch mal unten. Ich dreh noch durch. Immer komme ich zu spät zu diesen Dödels. Das geht ja immer weiter. Nein! Gott, ist das nervig hier. Diese Katakomben sind ja das allerletzte. Und dann muss man ja jedes Mal wieder dran vorbei. Oh Gott, Leute, ey. Aber warum? Warum baut man sowas? Ich weiß. Das kann nicht euer Ernst sein. Also machen wir Skelette oder was? Oder irgendwas droppt jetzt noch von oben oder so. Okay. Oh, diese Fliege macht mich krank. Was ist das bloß für ein Sommer dieses Jahr? Okay, schauen wir, was hinter dem Nebel ist. Ach du Scheiße. Reicht ja nicht ein. Oh nein, nicht die! Oh Scheiße. Gott, wie viel Lebensenergie haben die? Nein! Nein! Oh, was für ein Mist. Ausgerechnet Schmelztiegel, Ritter. Ausgerechnet 2 von meinen Lieblingen. Echt nur toll. Ich habe nicht den geringsten Plan, wie ich das machen soll. Ich muss ja auch den ganzen Mist nochmal machen, wenn ich jetzt da hinten lang latsche. Ne? Okay. Das wird richtig übel. Diese
Schmelzrittertitel scheiße, wirklich. Oh, Mist. Loot ist ja auch in 0,x erledigt. Ich glaube, die sollte ich mir ein bisschen aufsparen, Jungs, ne? Ach man, jetzt bin ich durch diese ganzen blödsinnigen Rätsel durch. Die muss man doch auch irgendwo abstellen können, diese Rätsel. Man hört sie ja immer noch. Scheiße. Ich hatte gehofft, man könnte sie einfach ausschalten. Was ist das? Gar nicht dazu zuzuschlagen. Bin schon fast tot. Okay, ich auf Distanz bleiben, das bringt mir gar nichts so. Ich mach dem fast gar keinen Schaden im Sack. Alter, der hat aber auch eine Reichweite. Okay. Oh, Alter, man kann nicht mal abhauen vor dem, wirklich. Scheiße. Oh Gott. Was wurde ich hier reingeraten? Die andere Sau. Es sind auch einfach viel zu viele Knöpfe für mich. Gott. Nur bleib mal auseinander hier. Komm mal mit hier hin. Komm, ich brauch dich hier hin. Genau, komm mit. Oh nein, der kommt ja. Der kann ja jetzt auch noch flattern. Oh Gott. Leute, nehmt mich in den Arm. Oh, Alter, der hat so eine Reichweite, ich sterb. Ach, scheiße, Mann. Nee, das schaffe ich nicht. Das ist viel zu stark. Alter. Haben sich die beiden Folgen mit den dusseligen Rittern da ja gelohnt. Ja, ich überlege mir bis zur nächsten Folge, ob das lohnt, weiterzumachen. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns. Ciao.